Hallo und willkommen zu Chain Together. Wir sind zusammen gechained und wir müssen das Spiel, ich will direkt sagen, das Menü nicht gut. Das Spiel hat einen sehr miesen Eindruck gemacht, aber es neu auf Steam kostet 4,50 und man ist zusammengebunden, muss irgendwie, keine Ahnung, Jump-and-Run-Level schaffen. Und natürlich, aber es gibt auch, wenn man Escape drückt, direkt die Nearest Safe Location Option. Das heißt, daran erkennen wir schon direkt, dass es man sich dahin teleportieren kann. Das spricht schon für sehr viel Qualität. Und ich hoffe, ihr mögt das Geräusch von Captain. Ja, es ist basically Pico Park, aber in 3D. Ich weiß nicht. Und mit mittelalterlichen Visuals. Hier ist ein Stein runtergefallen, oder? Ich kenne nicht mein Mittelalter, ja. Für dich? Ja, oder, ich weiß nicht genau. Ich dachte auch gerade... If you're brave, was ist das? Try to reach paradise. Das ist Stein. Ich bin mit Steinoptik. Jetzt bin ich wieder draußen, okay. Nee, ich bin... Ich glaube, ich werde gleich die Teleportionierende Safe Location Option machen. Wollen wir eigentlich weitergehen oder wollt ihr jetzt auf dem Stein stehen? Okay. Ich glaube, wir hätten sie erschlagen werden können gerade. Warte, lass mich auch kurz die Ketten-Soundeffekte eine ganz kleine Spur leiser machen. Kommt jetzt mit. Wir rassen rüber. Safe and Quit Game. Warum ist das eine Option in den Safe? Pass auf, es gibt hier Safe Settings und darunter steht Safe and Quit Game. Warum sollte ich meine Audio umstellen und sagen, ja gut, reicht dann auch. Das war's dann jetzt für heute, ne? Ja, das habe ich mir bei meiner 64 auch schon gedacht. Und rasseln wir noch wie die Gespenster oder so inzwischen? Ja, wir rasseln immer noch sehr laut, aber es ist... Oh, das ist wie ein Springseil. Wir können so richtig Schwung drauf bekommen. Ja. Johnny, jemand tut sich am Ende nur weh. Ja, hier geht's hoch. Ich häng da mal ein bisschen drüber. Ja! Nein! Denke bis hochziehen, Babe. Kein Problem. Oh nein, Fully ist auch. Fully ist leider auch runtergefallen. Das war bestimmt auch so sehen, dass es runtergefallen. Warum gibt's kein Schubsen? Oh. Ich weiß nicht, ob du mich geschubst hast, aber. Oh, das wird jetzt unangenehm. Vorsicht, Fully. Wollen wir weitergehen, Johnny, wir hängen ein bisschen. Wir können es versuchen. Melf, wir gehen weiter. Okay, wir gehen weiter. Aber nicht zu weit. Johnny, hör auf, willst du schaukeln? Versuch da rauszuschaukeln. Ja, okay. Oh, deswegen bin ich doch geschaukelt, damit wir hochkommen. Ne, läuft doch ganz gut so weit, oder? Ich wurde ziemlich aufgehalten. Oh, das ist only up, aber halt zu viert. Ich muss mich an Folie orientieren. Ich wollte gerade sagen, das ist wie das Ende aus Gollum, aber... So klappt es, so passt du auch. Das ist halt wirklich so. Oh. Dashke, wenn du das siehst. Ich hab keine Ahnung, mir fällt nichts Lustiges ein. Da kannst du auch was der passt vom Arzt auf jeden Fall ziemlich gut zum Rest des Spiels. Ja. Ich finde, der passt gut zu Squad. Das ist dieser eine Helfer-Trophäe aus Brawl. Back to work I go. Immediately. Okay. Also, wir können jetzt hier weiter. Visuals. Für alle Kettenfreunde, hier ist noch eine Kette. Eine große. Seid ihr Kettenfreunde? Och nee. Hä, was geht? Ist jetzt los? Gerade bin ich da nicht man kann sich retten. Kette. Man kann sich retten, wenn man runterfällt. Wie man so strampelt. Ich meine, wir können auch. Wir können das auch so. Kinders. Du bist ja ganz schön weit laufen, fällt mir gerade auf die Kette. Oh. Geht mir ganz schön auf die Kette. Also, ich dachte, es war einer von euch. Hätte, Rasselkette. Ja. Johnny, es liegt jetzt an dir. Johnny, du machst das. Ich hänge hier ein bisschen an der seinen Kette. Keine Sorge, ich laufe auch noch mit hoch. Ey, ich mach Speedrun, Jungs. Oh, was? Kann ich euch jetzt gleich hochziehen, wenn ich da bin? Oder? Hoffentlich. Ihr könnt ein bisschen schaukeln. Warte, ich kann morgen hochziehen. Oh. Yes. Oh. Ich darf jetzt nicht runterfallen. Fast oben. Oh Gott, ihr hättet mich fast runtergezogen. Yes. Nice, Fully. Und auf mit euch. Ich wollte eigentlich mitlaufen. Das ist ziemlich super. Es muss nur einer immer die Sachen schaffen. Das sind wir. Naja, aktuell, wir sind ja auch noch quasi im Tutorial. Ja, da machen Im wir Tutorial. Im Tutorial. Maeve? Oh. Wer hängt da hinterher? Aber waren die sind gerade. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel wird uns zusammenschweißen. Ja. Meinst du, wir sind da zusammengekettet? Ich habe auch jetzt schon keine Lust mehr. Wir sind nur so stark wie die schwachste, das schwachste Glied. Nimm da Laser. Das schwachste Glied. Yeah! Das schwachste Glied. Mogi! Der nimmt Abkürzung, okay. Da ist ein Laser oder so, ich weiß nicht ganz. Wer rennt rein? Schaffen wir. Habt ihr ein schwarzes Glied? Ich nicht. Du musst jetzt. Los, lauf. Oh mein Gott, wieso? Wieso wurden wir so zurückgezogen? Ich hab's überlebt. Keine Ahnung, wo es lag. Hoch, Jungs!
Wer hat's da wart ihr wohl zu. Nee, das war pure Absicht, Maeve. Wo zur Hölle sind wir? Was fallt ihr denn schon wieder runter? Könnt ihr nicht mal richtig spielen? Ich war doch noch nicht mal wieder oben. Ich kann doch nicht wieder runterfallen. Alter, war die Schnauze. Ich wurde runtergestoßen. Ich war die ganze Zeit. Wer soll schuld sein? Maeve oder was? Ja, Maeve. Was soll die Scheiße? Maeve! Tatsächlich ist Maeve schuld. Maeve, hau auf! Nein! Ja, das war's, Jungs. Tatsächlich glaube ich, dass Maeve schuld war, anhand davon, dass du gesagt hast, Maeve, das war Absicht. Ich habe mal Nearest Safe Location gemacht und das ist... Oh, perfekt. Okay. Ich meine, immerhin wurden wir 3 Schritte nach rechts teleportiert. Ich möchte anmerken, es war nicht optimal, dass... Okay, ich muss eine Frage stellen. Ja. Ist jemand mit Absicht weiter in die Laser gelaufen? Ich nicht. Ich hatte auch das Gefühl, aber ich bin drüber gesprungen und dann wurde ich halt weggezogen. Ich hatte nicht mal die Chance dazu. Wie okay, jetzt dieses gerade Johnny, Mal, der mich hier runterzieht. Jetzt komm doch hoch, Mann. Ich mache hier gerade so, guck mal. Hui. Lassen wir den Jungen. Dieses Mal werden. Ihr könnt mich nicht lassen, ich bin stuck dann. Können wir Fortschritt machen, bitte? Ja, ich. Das geht nicht. Warum bist du nicht auf die Plattform gegangen? Du musst kurz zurückkommen. Okay, auf jeden Fall. Wir springen hoch und dann werden wir vor dem Laser erstmal stehen bleiben, okay? Ja. Okay. Aua. Du musst das bisschen koordinieren. Och, Maeve, bitte. Das ist voll komisch, wenn alle springen. Alle gucken so komisch hängen. Ja, klar bleibst du hängen, wenn dein Partner noch hinter dir ist. Ich glaube, wer ist das schwächste Glied in der Kette? Maeve. Johnny. Offensichtlich. Bisher. Ich weiß, euch brennt es immer auf der Zunge, Johnny zu antworten, aber das wollten wir gar nicht. Du bist ja vorhin die Kette hochgelaufen. Ja, und ich sage es immer No-Brainer. Und vorhin. Oh Gott. Bin ich auch kein Mal in diesen Laser gerannt. Aber bist du auch noch jetzt jeder sagen. Ich bin einmal. Hast du deine Perspektive aufgenommen, Johnny, damit wir es nachschauen können? Das könnt ihr nachschauen bei dir. Nee. Doch. Du weißt ja gar nicht, wo ich war, während du in den Laser gelaufen bist. Wir hängen nämlich zusammen. Nee. Das verpixel ich dann. Aber gut gemacht. Ihr könnt die Kette. Ja. Ja, haben wir auf die Kette. Haben wir doch noch ein bisschen Teamwork gelernt. Ihr habt's auf die Kette gekriegt. Schau euch diesen riesigen Mehlsack an. Boah, da ist kein Mehl drin. Okay, Jungs. Das ist Knochenmehl. Okay. So, das war der Laser, der das auslöst, ja? Ja. Ja. Easy. Oh Gott, Fully war so on the Pepsi. Knapp gerade da. Einer wird's verkacken, einer wird's verkacken. Bei mir war's. Oh, let's go. Bei mir ist das. Oh, das gefällt mir hier gerade auch gar nicht. Nee. Alles easy. Stark, on Jungs. The Pepsi. Wollen wir mal kurz hier ein bisschen außen rumgehen? Jo. Wo geht's hier weiter? Ah, shit, wir müssen uns von dem rüberschleudern lassen. Nee, oder wir können wir das Ding lang klettern? Oh. Ja. Oh shit! Achso, hier ist Mario. Johnny! Sorry. Wir klettern. Nee. Das ist wie in Mario 64, genau das gleiche einfach. Kann man durchboxen? Bei Mario 64, nicht Mario World? Geht ihr hin? Ja, really? Das auch. Moment. In Sunshine gab's sowas auch, im Peanut Park. Ja, ich hab grad an Sunshine gedacht. Boah, guck mal nach unten. An ich hasse an das, warum passiert. Ach, das ist ein Trampolin. Oh Gott. Oh, ich spring schon rüber, okay, gut. Können wir bitte beim nächsten Mal kommunizieren, wann wir dann rüberspringen? Okay, jetzt! Yes. Oh. Was? Wie jetzt? Was? Wir haben's! Ich war das alles nicht! Gut. Ich war das nicht! Was soll das für eine Kommunikation sein? Ich weiß nicht, wer das Trampolin ausgelöst hat in dem Fall. Wer das Trampolin ausgelöst, ja okay, wir dürfen dann nur nicht nach vorne springen einfach. Okay. Stimmt jetzt Johnny als Aussage oder? Hä, ich hab doch gar nichts gesagt! So, pass auf, wir können einfach hier ein bisschen normal drauf sein und dann... Fully. Okay, okay, ich sehe, okay, mein Plan, okay, nein, okay. Okay, abgelehnt, mein Plan, ich sehe schon, okay. Ja. Ich okay, solange einer rüberkommt, passt ja alles. Ich finde, wir sollten kommunizieren, aber wenn ich die Opportunity sehe, dass wir es schaffen, dann nehme ich... Was, ich höre dich nicht, die Kettenrasseln so laut. Ich möchte auch mal anmerken, wenn wir runterfallen, dann, ihr wisst, was dann passiert, oder? Also in 3D-Jump'n'Runs könnt ihr noch was von mir lernen, sage ich. Also einer verliert mindestens ein C, oder? Meinst du? Hast du das eine schwere Level aus 3D World gemacht? Na klar. Wirklich? Aber nicht mit Maeve. Das aus Odyssey? Ich habe das aus Galaxy 2 gespeedrun. Ist ja auch simpel aus Galaxy 2. Ja, es ist nicht so hart, wie das aus 3D World ist. Nicht mal ansatzweise. Alter, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Ja.
Oh Gott, ihr dürft nicht zu nah ran. Es kann doch auch wieder einer sonst kommt ihr da nicht und drauf. Die anderen halt. Also Freunde, wenn ihr Kalziummangel habt, dann... Oh Gott. Ihr solltet uns auf jeden Fall eine Route überlegen und ich würde sagen... So ich folge dir einfach an dem Punkt, weil sonst ziehst du mich weg. Ja. Okay, und jetzt? Warte mal, und ich kann da nicht... Lang. Ich wollte Maeve ein bisschen pullen. Das jetzt May, oh Mann, okay, nichts, Mann, das ist nichts mit Pull. Guck dir die Kette an. Hui, hui. Oh, ich fall gleich schön. Drauf. Da Mogi ein bisschen abhängt. Bisschen reicht's, chillen. Wenn man bei Pullen E gedrückt lässt, muss man gar nicht in eine Richtung zusätzlich drücken? Ich hab oh Gott. So, easy, okay. Jungs, kein Problem. Johnny, du hast mich zum zweiten Mal fast in den Tod gerissen. Wir rennen jetzt bis... Nein, du hängst ja an. Wie greifst du dich in... Achso, ach ja. Seine Existenz. Da schreit immer einer in der Ferne. Ah! Na, das sind die Bauarbeiten bei mir. Da hat jemand auf den Finger gehauen. Aua. Warte, hier geht's Juni, gar nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Dann folgt dem Mogi Express. Oh, nee! Entschuldigung. Ich hab mich hier auf den Fackel richtig klettern, aber ich konnte nicht mehr das guten. Ja, und so liegt's doch wieder mal an mir. Ja. Ich hab nicht gesagt, dass ich gut in Orientierung bin. Die Augen aufgemacht. Das unterscheidet dich von mir, Johnny. Folgt mir nach. Ich bin ziemlich gut darin, mich zu orientieren in Videospielen. Okay. Ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich verlaufe mich öfter auch in du. Das tue ich richtig. Ja, perfekt. Sag ich doch. Ja gut, das konnte man ja jetzt sich mal angucken. Wir mal mich Lethal Company spielen sehen. Hallo. Da verlaufe ich mich ständig. Da verlaufe ich mich ständig in den Labyrinthen. Weil ich mir immer. Weil ich mir nie merken kann, wo bin ich jetzt hergekommen? Du bist einfach bei mir vor mir aufgeploppt. Riesen existieren in dieser Welt. Und hier sind ganz schön viele von denen gestorben. Groß. Oh Gott, Johnny! Sorry. Ich wünschte wirklich, wir würden. Okay. Nee, wir würden das absprechen, bevor wir in irgendeine Richtung springen auf den Trampolin! Wir sind schon wieder nach vorne gegangen. Das ist mal was, Maeve. Ja. Aber wir haben dich. Okay. Aber was ist unser Plan, wenn wir darüber springen? Einer springt und der Rest rüber zur nächsten. Direkt zur Plattform da hinten rüber. Ja. Ja. Zur Leiter, ja. Beim nächsten jetzt? Jetzt direkt? Ja, jetzt beim nächsten, ja. Okay. Stark! Oh! Yeah. Sehr schön! Well done. Oh, haben wir wieder hochklettern. Sehr gut, meine Spacebar, Bühne. Stop climbing. Oh, okay. Warum du das oh, es geht hier richtig weit hoch. Ach, du Scheiße. Ach, vielleicht werden wir aber dann besser aufgefangen. Vielleicht das ist sowas wirklich only up, aber zu viel. Reich geschafft. Aber wenn es wirklich viel only up ist, ich weiß nicht. Dann gibt es kein Checkpoint. Dann gibt es kein Checkpoint, ne? Hm. Natürlich gibt's ja keinen Checkpoint. Ich glaube auch, wir müssen halt. Oh Gott, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Ich habe mal Schiefer bekommen. Ich auch. Jetzt einfach, nicht der Einzige, der Lust hat, sich hier hinzugucken. Guck mal, kann man da rein? Ich will hier reingehen. Wie ist am Bonfire? Und was hast du oder man stirbt nicht alle auf einmal. Willst du hier wohnen oder was? Nicht, dass man irgendwie platt gemacht wird oder so. Also wenn das hier ein bisschen mehr wie Blighthorn ist, dann wird vielleicht bei dem einen oder anderen gleich die Framerate sterben. Da war einfach tatsächlich... Ah! Was? Das war nicht fair. Was? Was ist passiert? Stark. Da kamen Stacheln. Gut. Oh nein. Da kamen Stacheln hinter der Leiter hervor. Das war gemein. Oh nein. Wo sind wir? Ach, hier. Wir sind wieder vor dem ganzen Skelettkram. Ja, den machen wir jetzt doppelt so schnell. An dem Bonfire. Nö, wir sind doch. Was müssen wir das? Ach ja. Ja. Oh, Morgi geht's ja vor. Nervig. Ich meine, wir können da unten Ding da benutzen. Ich bin Ding benutzen. Das, was einen so hochschiebt. Ah, dann können wir auch ganz anders entfallen. Nee. Oh Gott, oh Gott, ihr seid viel zu schnell. Ich hab euch. Okay. Oh Gott. Nein! Nein! Warum wurde ich runtergezogen? Wie ist das passiert? Naja. Okay, jetzt mal Nearest Safe Location. Ihr wart viel zu schnell. Eine Nearest Safe Location bringt uns nichts. Mach noch mal. Vorhin war es vielleicht noch nicht weiter. Nee, dann werden wir hier wieder woanders hingebracht. Also, das hier ist die nearest safe location. Das macht man also nur, wenn man stuck ist, ja? Ja. Wahrscheinlich, ja. Warte mal, was sind diese Flüge da rechts? Seht ihr die? Kann man damit vielleicht so ein bisschen... Wenn's wie only up ist... die Kette hier hoch? Nee. Sammelt mal. Die Kette da. Was haltet ihr davon? Ich meine, wir können es probieren, wenn es geht. Wenn es wie only up ist, gibt es hier einen Fahrstuhl oder so, der uns mal ein bisschen hochboostet. Versteckt. Den müsste man dann aber eigentlich aktivieren. Auf die Kette kann man gar nicht, die hat keine Hitbox. Oh, da steht ja oben sogar ein Text. Oh, da drüben ist noch eine Statue oder so.
Bringst du uns wieder hoch zur Hölle? Eine Tür dazu. Bitte? Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt. Nee. Sieht aus, als ob das uns zur Hölle bringen sollte. Man kann da nicht mal in die Nähe. Aber er ist einfach nur ein Arschloch. Ja. Ich kann mal irgendwo ein Portal aktivieren und dann kann man hier direkt durch. Oh yeah. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns oben wieder. Juhu. Da kann man das runterkicken oder so? Ich glaube, so, ach so. Solche Mechaniken hat man hier nicht, oder? Du meinst so eine Leiter wie in Dark Souls? Ich kann mir vorstellen, dass dieses mit Checkpoint einfach nur von der Engine her so heißt. Und das, ich meine, man hätte den Easy Mode wählen können. Ich dachte mir, nein, wir brauchen ja keinen Easy Mode. Okay. Wahrscheinlich wäre Easy Mode so, ne? Das heißt, wir müssen ja abpassen und dann ganz schnell hoch, oder wie? Bitte noch nicht, bitte noch nicht, bitte noch nicht. Uiuiui. Okay, jetzt. Kommt da noch was? Ah, hä? Ich hab's so sehr. Ich hab's. Wir sind noch dran irgendwie. Irgendjemand hängt irgendwo. Okay. Ich hab's. Sehr gut. Kommt drauf, meine Buben. Boah, die Stelle mag ich gar nicht. Nee, das ist komisch. Ich weiß auch immer nicht, woran sie scheitern. Da muss man springen. Okay, Moggy, wir haben dich. Okay, noch nicht los. Kann man mit Shift schneller klettern? Nee. Warte noch, kletter doch nicht einfach nur. Ja, ich weiß auch nicht, aber Johnny war schon. Ja, ich Was? Wieso? Nee, das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe. Irgendwer hat jetzt gesagt. Du warst viel zu spät. Ich war der Oberste. Das ist das Problem gewesen. Ihr seid auf einmal, wir haben nicht gewartet, ihr seid auf einmal nur losgeklettert. Es war nichts koordiniert, das war nicht. Ja, gut. Ja, okay, ich dachte halt. Könnt ihr pullen? Ich dachte, wir nehmen den nächsten. Ich versuch's. Ich kann nicht pullen, weil. Ich kann nur fully pullen, wie es aussieht. Ah! Sag mal. Oh Gott. Warum springst du rüber? Jetzt? Ich weiß auch nicht, was macht der Junge? Kommt hoch. Inwiefern kommt hoch? Aber wir dürfen uns sind ein bisschen die Hände gebunden gerade. Ich nehme ja jetzt Mäß, aber auch. Wir dürfen auf gar keinen Fall pullen übrigens, ne? Nee. Oder? Weil sonst ziehen wir den noch mit ihnen runter, ne? Ja, aber jetzt die Kette hier ist nicht richtig. Guck mal, die Kette geht einfach durch den Boden. Wie soll ich euch jetzt hochziehen? Ich weiß nicht. Sei kreativ. Warum bist du überhaupt darüber gesprungen? Ja. Da drüben hätten wir noch runterspringen können, wenn wir auf dem roten gelandet, aber jetzt sind wir genau bei der falschen Richtung. Oder wir hätten an die Leiter noch rangekonnt oder so. Ja. Let's go. Es ist irgendwie broken jetzt. Dann geh doch zur Leiter einfach rüber. Okay. Ich versuch fully hochzuziehen. Okay. Ja, bei der Leiter war ich ja schon die ganze Zeit. Hä? Wow. Oh, scheiße! Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, jemand hat sich doch am roten festgehalten. Oh. Ja, aber das reicht nicht, leider. Fully, komm doch mal hoch. Ja, ich versuch's. Danke. Oh, jetzt sind wir wieder was oben. Was ist denn eben passiert? Dass du oben warst und dann direkt wieder runter? So. Okay. Keine Ahnung, will die Physik von dem Spiel. Ja. Also, bei dem Stachelteil oben. Ja. Können wir bitte dann klettern, wenn wir ungefähr alle in Position sind und dann absprechen. Ich weiß auch nicht, irgendwie sieht das so aus, als hätte man da super lange Zeit. Wir wurden trotzdem zweimal erwischt. Na, beim zweiten Mal war ich nicht überrascht, da ist nämlich nur einer losgeklettert. Wenn einer es nicht schafft, rechtzeitig rüber zu gehen, ist halt vorbei. Bis wohin kann man hier hoch, damit man sicher ist? Jetzt? Noch nicht. Ich glaube so in der Richtung, noch nicht. Beim nächsten Mal dann, oder? Ja. Was? Zu weit. Shit. Nein! Oh, nein! Komm schon. Naja, oh, Spaß, irgendwo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich habe keine Lust mehr. Ciao. Tschüss. Alles gut, okay. Ich denke, ihr besteht das soweit hier am Anfang noch. Ja, das haben wir geschafft. Ja, natürlich kritisch, wenn wir beim Laser euch noch hinterhergezogen hätten, aber machen wir hin. Wir sind ja keine Unmenschen. Nee, keine Barbaren. Doch. Guck uns an. Barbaren, Mae. Ja, ne? Nee, die Reihenfolge ist anders. Barbaren, Mae. Komm, klettert ihr ihn doch hoch. Ja, ihr habt dazugelernt. Ich würde gerade sagen, vielleicht wollen wir kurz landen. Scheiße! Na, ich war fast da! Was hab ich weggezogen? Alles hier easy. Ist doch gar okay, kein Problem. Okay, komm, hier muss doch jetzt hier. Ja, stimmt, du kannst jetzt was laden, ne? Nee, hier ist nichts, aber zum Glück spielen wir den Baby-Booby-Burger-Modus. Boah, jetzt ein Baby-Booby-Burger. Dankeschön.
Ich meine, willkommen zurück. Wir sind gerade wieder hier weit, so weit hochgeklettert. Ja, bisschen nervig, aber naja. Was soll man machen? Ja. Ja, wir machen hier keinen 2-Stunden-Stream, deswegen sind wir in den Baby-Booby-Content-Modus gegangen. Ich weiß nicht, wovon du überhaupt redest. Ich auch nicht. Wie? Ich auch nicht. Hä, was war daran jetzt schwer zu verstehen? Johnny, wir verarschen dich. Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube schon. Morgi wusste wirklich nicht, worum es geht. Nee, ich wusste genau, worum es geht. Okay, das glaube ich dir jetzt. Ich habe gesagt, wir haben den Checkpoint geholt und dann habe ich gesagt, nein, natürlich, wir sind natürlich hochgeklettert. Dann hast du gesagt, bitte ein Baby-Booby-Burger muss ich haben gesagt, nein, sie bin nicht. Ach so, ich dachte, du redest von dem Stream. Wir haben nur rausgeschickt. Ich bin Stream! Ja, deswegen. Ja. Was ist jetzt schon wieder schon wieder los? Was ist ein Stream? Ich habe gesagt, wir haben einen 12-Stunden-Stream. Was hast du danach gesagt, du? Was hab ich denn vorgesagt? Können wir das hier rausschneiden? Oh Gott. Besser wär's. Nein! Was? Ja, es wäre echt besser. Wär's. Was hat mich gezogen? Ja. Oh. Johnny wahrscheinlich, der ist noch nicht rangekettet. Johnny, zieh mich hoch. Ja, respawn, oder? Nee, müssen wir doch nicht. Das ist doch voll kraftbare Höhe hier, finde ich. Ja klar, wir machen. Oh! Noch nicht. Okay, beim nächsten. Hä, wer? Studio? Nein, ich war das nicht. Okay, das ist keine Frage. Ich bin an der Mühle hängen geblieben. Ich hab mich mal zur Mühle hingelegt. Dann laufen wir wieder hoch. Ja, wir können den Checkpoint. Wir haben den Checkpoint noch nicht. Okay. Hochgelaufen. Ah, schön, wir müssen. Okay, schön. Ja, eben. Schön kurz Angst, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Oh nee, gerade komplett drüber gesprungen. Ja, klar. Wenn sich das anbietet. Ich finde, wenn man alleine spielt, macht man sowas, ne? Johnny, aber macht nicht sowas Geckiges, wieder rüber zu springen. Siehst du? Das war nicht meine Schuld. Ich habe mich nicht mal mehr bewegt. Ja, was? Das war nicht deine Johnny, Schuld! Du bist rübergesprungen! Ich hab doch einfach auf euch gewartet, dadurch, dass ihr. Nein, hab ich nicht. Junge, das sieht uns schon so hart krass nach. Erst darüber, ihr fallt runter. Das ist doch nicht meine Schuld. Ihr wollt einfach nur mir die Schuld geben, ohne Sinn. Was? Ich stand doch da sicher und hab nicht mal mehr Input gemacht. Weil du rübergesprungen bist, die Kette ist nicht so lang, hat das uns alle nachgezogen. Ja. Ja. Hä, ihr seid so 15 Minuten. Es hätte geklappt, wenn wir den gleichen Weg wie du gegangen wären, aber wir wollten da nicht rüberspringen. Ja, okay. An anderen Stellen ist es ein bisschen frei, aber hier darfst du das gar nicht machen. Naja, ich stand schon 5 Sekunden und dann sind wir gefallen und dann meint ihr so, oh, wegen Johnny. Ja, weil die Kette unterschreibt. Ich sag's mal so. Ja. Wir sind nicht gefallen, bevor du darüber gesprungen bist oder wenn du es nicht gemacht hast. Ja, das stimmt. Oh. Manchmal diesing das auch ein bisschen. Darf auch das nicht stimmt. Ah, bei da mir nicht. Ich bin der Host. Ich hab da keine mit. Probleme. Ah, okay. Dass man hier an den nicht so richtig hochklettert, teilweise. Das ist komisch, ja. Ich auch gerade. Jetzt geht's in die. Ach ne, wir sind. Ach, jetzt geht's. Okay. Das direkt rüber. Okay, alles klar. Nächsten nehmen wir, ne? Ja. Nee. Achso, nein, nicht? Das war noch nicht der nächste. Okay. Okay. Für mich war das schon der nächste. Nein, jetzt war. Das war jetzt. Wartet doch bitte kurz. Warten den nächsten jetzt ab. Jo. Das ist wie wenn man sich so einen Tag in der Woche ausmachen will. Nächsten Montag ist dann jetzt der nächste Woche Dienstag ist dann der nächste Dienstag. Wenn schon morgen, sondern wenn schon Sonntag ist und man sagt nächsten Montag, meinst du jetzt morgen oder nächste Woche? Ja. Manche meinen mit nächsten Tag immer die Woche darauf, tatsächlich. Das ist interessant. Nein, das ist wirklich so. Ja, aber das macht für mich gerade nicht leichter, weil ich jetzt nicht weiß, was darauf bedeutet. Also eine Woche später, nicht der nächste Tag tatsächlich, sondern eine Woche danach. Warte, wann wollen wir Achtung, Ansagen jetzt, Mogi? Du machst die Ansage? Okay, warte. Nein. Warte, warum ist Johnny so weit unten? Geh doch auf unsere Höhe so weit. Jo. Okay, wenn's weg ist, dann jetzt. Let's go, warte, das ist die nächste Stadt. Oh, das nächste. Vorsicht. Das hat es beim letzten Mal, glaube ich, erwischt sogar, das obere.
Oh Gott, ich habe Angst. Okay, wir warten noch einmal ab und dann, wenn es weg ist gleich. Okay. Speed. Man kann so ein bisschen durch die Stacheln dann durch, wenn es auf dem Rückweg ist. Ich glaube auch. Ich glaube, sobald es einmal ausgefahren ist, hat es keine Kraft mehr. Ja, ist ja wirklich einfach nur Blighthorn hier. So, ja, war das jetzt so schwer? Ja. Obwohl, ich ist ja nämlich bisher in Dark Souls 2. Boah, ich habe Blighthornen verstanden. Gibt es auch ein paar Blighthornen. Ja. Guck dir mal hier diesen Pfahl an, wenn man hier so stolpert und dann so sich... Trink nicht aus der Bleitonne. Da ist Quecksilber drin. Und das Blei ist auch nicht gut. Ich wollte gerade sagen, ist nicht beides giftig? Moment. Tomaten sind giftig, ach, so viel mit Bleibesteck serviert. Hast du die leichteste Übung hier? Jetzt? Okay. Jetzt? Johnny! Okay, aber wenn es zurück ist, dann springen wir jetzt. Jetzt? Okay. Jetzt. Oh nein! Oh, ist doch keine so leichte Übung, wie sie herausstellt. Jetzt wäre so witzig, wenn wir alle so es war so die Sink, dass es aussah, als hätte ich einfach daneben gehüpft. Glaubt ihr, das Teil davon dreht sich? Ja. Oh, Gott. Ja. Nein, das wird ja schrecklich. Das heißt, wir springen oder gehen wir jetzt? Das nächste, wa? Okay. Es hat sich nicht gedreht. Okay. Es fliegt einfach nur hier, das Zeug. Okay, danke, dass du dich festgehalten hast an der Stelle. Und? Ah. Also, danke fürs Pullern. Zwei Wege. Pullern, ich glaube, da geht's nicht weiter, Jungs. Faps. Nee, ich glaube nicht, dass du. Ich glaube, hier geht's rechts weiter. Ich will da aber weiter. Hier geht's, glaube ich, hier rechts weiter. Ich will mich nur umschauen, alles gut. Okay. Johnny. Das Ambiente genießt. Zurück hier. Johnny. Wieso ich? Das Spiel wäre ziemlich wichtig, VR zu spielen. Also. Oh. Boah, ich würde kotzen. Gibt's so Spiel nicht mal mir schwindelig. Gehen wir? Okay. Und jetzt vorsichtig. Hopp! Ah, ich bin auf dem Teil gelandet. Ich bin da. Ich bin auch da. Okay. Sehr gut. Danke, Jungs. Wichtig. Ja. Hi. Stark. Okay, kein so ein Stachelteil in der Leiter. Ja, immer prüfen, bevor wir weitergehen. Was ist hier Phase? Trommel den Fässern. Meint ihr, da passiert das? Ja, die Fässer sind wach. Oh, okay. Ich weiß nicht, was wir tun. Wir holen dich schon rüber, bevor die Zeit gekommen ist. Ja, vielleicht bin ich zu früh einfach gesprungen. Wir gehen. Oh nein. Johnny! Das war ich nicht. Ich wollte rüberspringen. Dass wir bevor ich hab keinen Input gemacht, wenn irgendwas an der Lass den Checkpoint! Oh. Oh, Mann. Ja, wir sind vor dem Knochenteil wie immer. Ja, wir retten uns auch da. Vor dem scheiß Knochending. Das ist besser. Hallo. Oh, am Ende, als ich alle drin war, dachte ich, ich könnte vielleicht doch rüberspringen, aber das war dumm. Soll ich das erste Mal, dass ich die Situation hatte, dass nur noch ich übrig war? Machen wir jetzt mehr so mit Countdowns einfach? Und direkt, Okay, dann nicht. Ich denke, so wirklich Countdowns bei so kleinen Springen brauchen wir nicht, sonst kommen wir nicht voran. Ja, okay, bei großen. Brauchen bei bewegenden Plattformen, also bei Dingen, die sich bewegen, wo es wirklich auf Timing ankommt, definitiv. Aber wenn jetzt auf so ein Fass oder so springen, ist ja egal, wenn einer vorspringt. Achso, da ist die Leiter! Ja, immer neben der Fackel. Alles herausgefunden. Da sind die Leiter hier! Was ist das für ein Spiel? Was soll die Leiter? Was erwartet uns eigentlich, wenn wir oben sind? Laser. Bewegender Laser. Nach Gefühl einfach. Job! Und jetzt schnell vor. Hui. Ja gut, wir können ja auch stratzen, das vergesse ich nicht mal. Was? Das ist Stratzen. Stratzen, Rasen. Links Stratzen, Ratzen. Pesen. Rechts. Oder? Rechts wahrscheinlich. Wollen wir dafür Anlauf nehmen und dann springen? Ja, ich würde auch sprinten. Seht ihr? Wir müssen nicht so viel. Auf einen Fleck stellen und dann. Also da brauchen wir einen Countdown. Erst brauchen wir einen Countdown. Ja, okay. 3, 2, 1, los! Easy. Oh Gott. Immer nur okay, okay, auf Trampolin bleiben. Jetzt rüber. Was? Warum sagst du. Ich mag es, dass du sagst, jetzt rüber und dann gehst du einfach instant rüber. Naja, okay, wollen wir rüberschauen dann? Ja, beim nächsten Sprung. Ja, das hat auch irgendwie nicht geklappt. Das war wieder ich hing an dem Holzball fest. Ich glaube, das war wieder so eine Montagssituation. Nee, ich glaube, das ist, weil wir unterschiedlich von dem Trampolin halt hochgebounced werden, als wir denken. Bei den anderen. Kannst du hier mit der Kette einhängen? Sieht so aus. Okay, Freunde, okay, Jungs! Johnny braucht dich! Ciao! Das ist kein Mogi bisschen beängstigend, oder? Wird gut bei euch da unten? Sehr gut. Oh, wir können schaukeln! Nein, oh Johnny, Gott, wir schaukeln jetzt nicht! Ich piss mir die Hose. Ich auch, aber was gibt's Neues zu erzählen?
Ey, ich steig direkt unter dir, hör auf dann. Ich weiß nicht, wo das Teil hinfliegt, ich trau dem nicht, ich hab ein bisschen Angst. Ich trau ihm ein bisschen. Warum skippen wir jetzt so viel? Okay. Abkürzung ist auch nicht ganz. Das ist ein Auto. Was ist der? Ich will Auto fahren! Was ist gerade die Schwierigkeit daran, sich bis zu halten? Vielleicht ist das so ein großer Checkpoint hier. Okay, ich glaube, hier ist ein Bosskampf. Nee. Der Car Race? Das ist das Autorennen. Wer steigt ein? Ich habe mich gerade eben schon rangehängt. Jemand von euch kann einsteigen. Oh. Was ist jetzt? Okay, ich hab euch, Jungs. Ich hab euch. Ach du Scheiße. Johnny, das gefällt mir nicht. Jungs, das steuert sich. Wir schieben alles auf Johnny, okay? Das ist eine Automatik, Johnny? Das macht ihr doch sowieso schon. Johnny, hast du Gangschaltung gelernt? Ich hab gar nicht gelernt. Johnny, ach, die was Kupplung. Was ist das denn für eine Scheiße? Johnny, das ist ja so ganz schnell. Vorsichtig die Kupplung kommen lassen. Johnny, vorsichtig. Du wirkst ihn ab, Johnny! Johnny, nein, pass das auf, ist ein Loch im Boden. Das ist ein Loch in der Straße. Sag, wo bin ich hier? Die sind gefährlich, pass auf. In Hamburg oder was? Nee, ja. Ich glaub nicht. Die haben nicht gute Straßen. Sieht mir nach Italien aus mit den ganzen Vulkanen. Hui, hui, hui. Boah, der hat aber gute Beschleunigung und Rückwärtsgang, also das muss ich sagen, das ist nice hier. Rückwärtsgang ist generell in der Regel sehr viel schneller, als man meinen würde. Ich find's aber komisch, dass ihr einfach gar nichts mehr machen müsst. Können wir aufsteigen? Chillen ein bisschen. Wir machen was? Könnt ihr irgendwas machen? Ist irgendwas toll? Ja, wir beschweren uns. Ja, okay. Roadtrip! Johnny, mir ist and schlecht. I would walk 500 miles. Ja, vor, du musst im echten Leben so hinten drauf sitzen bei so einer Fahrt. Johnny, meine Schulter wurde ausgekugelt. Das hatte ich schon mal auf so einem Trecker. Ich wollte gerade sagen, so wie auf dem Traktor so ein bisschen. Ja. Ich bin den Traktor selbst gefahren. Okay, das war auf jeden Fall meine Lieblingsstelle. Das war aufregend. Oh, das ist ja der Teufelgott. Das ist Sunshine. Das ist ja so Sunshine. Das ist Sunshine, das ist wirklich Sunshine. Das ist nicht gut. Nee. Ja, das wird schwierig. Oh Gott. Kann man sich festhalten die ganze Zeit dran auf jeden Fall? Das weiß ich nicht. Oh. Stimmt, wegen den. Oh ja, das wäre krass. Wahrscheinlich geht's dann nicht, wenn du kopfüber hängst. Ich merke mir mal, welche Seite die obere ist am Ende. Ja, viel Erfolg. Hab ich schon. Ich hab sie noch im Auge. Ja, also das Problem ist, musst du dir merken, wenn du draufstehst. Ich glaub, der dreht sich an. Wir springen übrigens natürlich drauf, wenn er da ist. Ja. Jetzt. Es ist die untere. Der wird einmal einen ganzen Twist machen. Twister wie das Eis oder was? Oh, das war jetzt scheiße. Oh. Ja, das war ziemlich scheiße. Kann man sich an der Kette festhalten? Ja, kann man, okay. Ach, shit. Naja. Nee, komm. Hey, hier ist ja ein Auto. Die Autofahrt müssen wir jetzt wirklich nicht nochmal machen. Spring rein, Jungs. Ich fahr euch hoch. Da ist nicht mal was passiert bei der Autofahrt. Ja, ich hätte sonst gesagt, jeder darf einmal, aber... Die ist nicht so aufregend. Nee, es ist. Also, die ist echt langweilig. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt da ist. Ja, das war ein seltsames Moment für so ein Multiplayer-Ding. Und dann nach oben? Dann nochmal nach oben? Das klappt ja überhaupt nicht. Ich bin der Einzige, der noch leben mag. Warte mal. Da konnte ich euch nicht hochziehen. Das ging bei mir schon schlecht los, dass ich irgendwie direkt runtergefallen bin. Ich auch. Ja, ich auch. Das lief uns alle nicht so gut. Außer für Fuli natürlich. Okay, Jungs, ich habe eine Strategie. Wie furchtbar wäre das, wenn man jedes Mal die... Mehr von ich schwinge ein bisschen die Kette hier. Ich habe eine Strategie, pass auf. Jeder für sich. Okay. Dann kriegen wir es hin. Okay, let's go. Seht ihr? Scheiße. Ich versuche bis an der oberen Kante mal stehen zu bleiben. Ihr seid sehr mittig. Ja, wir machen es zusammen. Versuchen wir zu springen. Ja, ich springe mal. Ja, sehr gut. Wie wir alle gehofft haben, dass es vorbei ist. Okay. Johnny? Schönes Ding. Du lebst. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Nee, das ist der Head in Time. Das ist sehr. In Rayman 2 gab es auch so einen Turm. Scheiße, warte mal. Das ist jetzt nicht so geil. Nee, ich komm gleich. Fully, wir verheddern uns komplett, wenn du das machst. Die Kette reißt. Ich hab euch. Die Kette reißt, Fully! Leute, Jungs, ich hab euch nicht. Doch, ich hab euch. Ich hab euch. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich. Ich mach gar nichts. Ich hab euch. Ja, das dachte ich mir, Johnny. Kannst nicht mal. Seht ihr? Ich hab Johnny hoch. Nee, ich seh gar nicht. Ich bin ganz unten die ganze Zeit. Ich bin nicht mal gesprungen jemals. Ich werd die ganze Zeit nur hinterhergezogen. Ich hab euch und ich hatte euch. Und jetzt? Jetzt habt ihr mich als nächstes, okay?
Jetzt nehmen wir, nehmen wir den auf der anderen Seite. Oh, das dauert. Scheiß drauf, ich geh einfach hoch. Okay. Als ob das geht. Okay, ja, das war gut. Das war stark. Ja, aber ändert nichts. Lauf, lauf, lauf. Nee, scheiße. Wir müssen schon, glaube ich, hier drauf, oder? Nee, ja, wir müssen rüber. Wir müssen schon rüber. Ja, aber das gibt uns ein bisschen mehr. Wenn ich lass uns schon mal runtergehen auf die, wo wir rüber springen müssen. Ey, jetzt aber ja, nicht hier. Jetzt nicht hier einmal. Okay. Nee, ich einmal die Fackel umknoten. Fackel? Oh, achso, ja, nee, das wäre nicht gut, wenn wir die Kette rumbinden würden. Das wäre nicht gut. Das wäre echt dumm, wenn wir das machen würden. Mensch. Okay, weiter geht's. Oh, was mit Johnny los? Ich habe auch so hart gelitten darunter gerade. Johnny nicht choken. Apropos, los geht's. Oh, das ist jetzt einfach nur Minecraft. Okay. Was? Ich bin nicht runtergefallen. Oh, achso, das war's von mir. Ja, ich hab noch S gedrückt. Ich spüre nicht mit Controller. Ich bin noch ein Gamer. Au! Oh, was war das? Alles gut, wir haben's. Maeve? Tino! Ja, komm, Maeve! Streng dich mal an, alter Mann! Wir rennen jetzt einfach! Ja, jetzt ohne Pause! Ohne Pause! Okay. Pillepalle! Naja, vielleicht machen wir. Vielleicht sollten die ganz vorne sind, eine kurze Pause einlegen. Ja, stimmt, das können wir allgemein machen, wenn man sieht, man zieht bis hinten davon. Meinst Vorsicht? Du? Okay. Zu kurz innehalten. Naja, okay, das ist ja jetzt, also da geht ja nichts schief, oder? Ist hier doch ja, so ein Bild. Wir sind direkt los. Ja, let's go. Es hat lief gut. Ich würde sagen, direkt los, oder? Ich weiß nicht, was bei euch war, bei mir war übelster Diesing. Gott, stellt euch mal vor, wir müssten das jetzt nochmal spielen. Wäre ich nicht begeistert von. Ach du Scheiße. Oh, nicht auf die Stacheln. Au! Ah, ei, ei, ei. Au! Das geht immer wieder durch und durch. Also bei mir ging es einmal ganz durch. Ich würde sagen, einfach los, oder? Nee. Warte, noch nicht. Wenn alle soweit sind, für nächste. Okay. Zu spät. Ja, zu spät. Nein, wir haben's. Okay. Nicht? Ich bin nicht. Nee, wir haben's. Was haben wir? Wir haben's. Siehst du? Ich werde einfach überall hinterhergezogen. Scheiße! Du bist drüben. Nein, wir sind nicht drüben. Oh, shit. Ja. Oh. Aber keine Sorge. Easy on the Pepsi. Easy on the Pepsi. Oh, wir hängen. Wir hängen ein bisschen und du lädst da einfach unsere letzte Position. Ah, oh, hier ist. Nee, ich will mich hier mal umschauen. Ja, hier können wir machen. Dann sind viele Leute müssen wir den untergefallen. Würfel nochmal machen. Hier ist beim Autorennen direkt. Wo sind wir? Ach so. Auf der Rennstrecke sind wir. Ja. Direkt nochmal höchsten Punkt. Boah, der hat einen ganz schön heißen Hintern, der Typ. Heiße Hosen. Alter, seht euch die Framerate von der Mühle unten. Jetzt direkt rüber. Ich glaube, da hätte man nicht das erste Weg nehmen sollen, aber egal. Stark, das war ja lief gut. Lief das gut. War ja viel gut, besser. Ja. Was ist das? Ich hab Angst. Oh nein, das ist bestimmt ein Timer. Oh, schnell. Auf Zeit, ja. Jungs, okay. Kinders! Shift drücken. Denk an Sprinten, genau. Oh, die fallen. Wir können zwei überspringen immer. Was für Fallen? Oh, wir machen so Hook-Packer, so Boxspringen gerade. Nein! Oh, spring, Kinders! Alles easy, alles easy, bis auf Holly, aber er hat's auch noch geschafft. Ich hab's geschafft, hallo? Hallo. Hi. Hallo. Hi. Oh Gott! Maeve reißt mich immer wieder runter. Ja, das ist so komisch, ich spring immer gleichzeitig los, aber irgendwie... Oh. Ja, das geht nicht. Du bist, das war zu früh. Bist ja auch das geht uns nicht, Maeve! Das geht doch nicht! Maeve! Ich muss ein bisschen nachmachen. Nein, nein, das liegt daran, dass wenn ich noch nicht springe, dass du dann ja einfach zurückgerissen bist. Ja, das ist richtig. Ich muss immer so eine Millisekunde nach Mogi springen. Damit du ein bisschen mehr Zeit hast. Ja. Einfach in der Gruppe bleiben. Nicht verheddern. Oh, Aufzug! Nicht verheddern, Mogi zieht direkt nach links. Warum kann man keine Emotes machen? Das ist eine gute Frage. Das wäre echt schön. Das Spiel hatte kein Budget dafür. Muss ich, lass die Ketten nicht einklemmen. Boah, glaubt ihr, hier ist Whispering Point. Was du da? Ich hab ein Achievement bekommen. War das das Spiel oder hast du das gesagt, Moggy? Das war Moggy. Das klang so gut, ich hab echt überlegen müssen. Komm, wir trinken jetzt, Jungs. Warum nicht? Oh, tatsächlich, es ist ein Unterwasserlevel. Runter und dann jetzt hoch.
Ja, so funktioniert das Spiel. Boah, ich bin kalt. Aber aufregend. Boah, Bosskampf. Ja, also ich finde, das ist Mittelalter-Setting, ihr könnt mich mal... Ich wollte gerade sagen, jetzt ist schon eher Mittelalter-Setting. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Doom. Aber ja, klar, Doom hat ja auch irgendwie so ein bisschen Aspekte davon. Es ist ja mehr einfach nur Fantasy. Aber ja, hier schon. Fantasy kann ja auch... Kann, muss nur nicht. Alles kann, nix muss. Ich habe gar nichts gesagt. Ich liebe es, wie beim Fully einfach dieses Bedürfnis war, Johnny zu widersprechen. Ja, aber er wusste, dass es ein Scherz war. Ich habe keine Aussage getätigt. Er wusste, wie er es nehmen sollte. Hier, hier ist ja ein Knopf. Zwei Knöpfe. Jungs, entscheidet euch. Wir müssen bald besser. Ich will zu dem. Ich will darüber. Meinst du, müssen wir gleichzeitig machen? Also ich bin am Ende von einer Kette, also aber ihr müsst schaffen dann, wir das? Ich bin am Ende von einer Kette. Lauf! Also. Ja doch, das ist machbar. Das geht, okay. Ich brauche nur noch ein Stück. Nein, jetzt bin ich drunter. Noch ein Stück. Okay. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Sind beide grün. Der Knopf war die ganze Zeit aktiviert von dir, Mogi. Oh, war trotzdem lustiger so. Ich glaube, wir hätten das so nicht machen brauchen, aber... Ja, das haben wir schon herausgefunden. Ah, da ist noch ein Knopf. Hm. Ich denke hier hoch. Vier Knöpfe für jeden Spieler einen. Boah. Vier Knöpfe für einen Halleluja. Können wir nicht einfach die Kette kaputt machen und uns trennen? Nee. Ja, das wäre die Lösung. Im Hardmode muss man die alle gleichzeitig machen mit der Kette. Nicht. Das mag ich nicht. Nix. Nicht wenn. Nichts! Oh Gott! Warum immer ich? Okay, jetzt hab ich wirklich keine. Oh Gott! Johnny stirbt! Seht ihr das? Ja. Okay. Okay, noch rüber. Wow. Okay, jetzt Leute. Oh, die bewegen sich, ne? Noch nicht. So. Oh nein. Hätten wir wahrscheinlich timen sollen, aber ich hab's Gefühl bei denen. Können wir nicht. Oh Gott, wie stellst du mir das jetzt am besten? Ah, nee, Maven. Maven ist ja losgedüst, wie soll das okay. Oh, egal! Es hat uns alles keinen Boost gegeben. Kenge, Jungs. Alles gut, Junge, hab ich natürlich gesehen. Alles gut, Junge! Maven hat sich redeemed. alles gut, Junge. Ganz gut, Junge. Ganz gut, Junge. Kein Problem. Kein Problem, Junge. Wir taken die Sachen einfach so. Wir brauchen nie irgendwas absprechen. Good luck. Na, absprechen, schmapsprechen, ne? Na. Wir verstehen uns einfach blind, so ist das Ding. Ja, wir sind einfach vier Freunde. Ich meine, man kann sich blind ganz gut verstehen, würde ich sagen. Ja, wir sind zwar vier Freunde, Fully, aber ich frage mich trotzdem, warum es keine Schubsentaste gibt. Boah, das ist ja so dämlich. Ich will's ständig machen. Den Laser. Ich bin überrascht, dass das wirklich geklappt hat. Ja. Stell dir vor, man müsste darauf achten, dass die Ketten sich nicht an diesen Trägern hier verheddern. Warte mal, sind wir einen Schritt zurückgegangen? Nee, da müssen wir doch hin, oder? Nee, wir kommen weiter nach innen. Oh, jetzt werden wir über das Abflussrohr springen. Ja, da kam lang kein Fluss mehr durch. Und auch kein Ab. Ein Baum. Das ist ein Baum. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ne, ich hab's, Jungs. Aber der wurde alles gut. Wurde gut gesägt. Jungs, ich hab's, alles gut. Keine unnötigen Äste hier. Könnte man schöne Bretter draus machen. Keine Kapiolen. Wurde fachgerecht entastet. Ast rein. Ast rein. Das hab ich gemacht. Also, das Spiel kommt also nicht auf Nintendo-Plattform. Nee. Das habe ich mir schon bei diesem Teufel dafür gedacht. Da ran springen? Ja. Ach, hier okay. Hoch. Mehlsack. Der staubt. Ich sehe, wie der Mehlsack staubt. Das finde ich gerade ziemlich gut. Hier ist ziemlich mehlig. Da ist bestimmt Knochenmehl drin, so wie das hier aussieht. Immer schön mehlig bleiben. Und da wird wieder einer in die Mühle geschmissen. Das ist ja so stumpf. Ups. Oh. Nee, das ist ziemlich scharf. Nein! Auch. Wieso? Wir machen so viel, wenn dann so ein Schwert. Oh mein Gott, wenn wir. Oh Gott, okay. Stellt euch vor, wer. Ich kann gar nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wütend oder wie. Morgi hätte sowas von alte 4 gemacht. Ich wäre nicht nochmal weiter.
wenn wir jetzt wieder bei diesen Dingens-Plattformen da gewesen sind, die sich so drehen. Ich hätte nicht nochmal, nee. Ich finde es halt auch wirklich nicht so spaßig, einfach die gleichen Stellen, die man schon geschafft hat, nochmal machen zu müssen. Deswegen gibt es ja die zwei Modi. Ich denke, ich meine, gut, wenn man das als Challenge macht, so richtig sich vornimmt halt, okay. Ja, aber auch dann finde ich das, finde ich sowas wie, keine Ahnung, wenn wir Super Meat Boy oder so, finde ich da ein bisschen reizvoller, wo man wirklich eine gewisse Challenge hat, die man machen muss und nicht die ganze Zeit das gleiche machen muss. Das ist ja die Option hier. Hier springen muss, um aufzukommen. Wie gesagt, ich glaube, dass es hauptsächlich Streamer sind, die Lust haben, super lange zu grinden, bis es aufgezeichnet ist, dass sie es wirklich geschafft haben. Außer bei Jump King. Leute sind sehr episch drauf, dass Jump King das beste Spiel der Welt ist. Ist okay. Nee, es ist wirklich eine existierende Sache. Ich verarsche euch nicht. Ja, ich weiß, ich hab's gespielt. Ich glaub dir, dass es schrecklich existiert. Nein, ich meine, dass die Leute existieren, die sagen, oh, Jump King ist Peak Game Design. Das und kann ja sein, dass die Sprünge und so sehr, also das muss schon sehr durchdacht gewesen sein, dass man immer so super weit wieder runterfallen kann. Ja, das kann sein. Macht mich trotzdem sauer, das Spiel. Das ist in 3D nämlich ein bisschen leichter als bei sowas. Okay, der Bombschirm hier ist schon überhaupt Rettungsmittel. Ja, aber warum ist er überhaupt hier? Ich wollte gerade sagen, das war nicht mal schwer, sondern das ist schon in dem Moment. Aquamave! Ja, ich hab mich noch gefallen. Aquamave! Nicht Aquamave. Hä, wie taucht der eigentlich? Leertaste. Du hast das doch vorhin so beschrieben. Ja, aber ich war irgendwie unten und dann war ich oben. Du schwimmst in Richtung der Kamera. Oh, du meinst, das ist ein Labyrinth? Ja, ich merk das. Nee. Kann man hier absaufen? Haben wir begrenzt viel Luft? Nee, ich glaube nicht. Nee. Wir sind Tote. Wir sind okay, warte, wir teilen uns auf. Sind wir tot? Ah, warte mal, wir sind ja in der Hölle. Setz dich mal, oder? Dass wir, Das ist halt die Höllenstrafe, die wir kriegen, oder? Macht gerade schon Spaß, ehrlich gesagt. Und wir wollen in den Himmel. Hier geht's auch weiter nochmal hier, oder? Ja, hier drüben aber auch. Aber komm, hier oben der versteckte Weg, das ist doch. Ja, okay. 10 Minuten. Hey, hier oben? Oder unten? Da unten, okay. Naja. Oh, ach, hier kommen wir her. Hier ist der. Nee. Nein, hier waren wir noch gar nicht. Okay, jetzt wird's richtig verrückt. Nein, ich sag nicht. Wir kommen hier beim Labyrinth. Das überrückte Labyrinth. Da geht's rein. Hast du mal gespielt? Jetzt gerade, ja. Mal spielen. Wie alt wart ihr, als ihr gemerkt habt, dass es verrückt heißt, weil man die einzelnen Teile auch nicht noch in die Mitte verschiebt, oder? Nee, die Mitte wollen wir nicht. Ich glaube, da kann man rausfallen, wenn ich das finde. Was für Teile verschieben? Hier wollen wir raus. Beim verrückten Labyrinth verrückt man das Labyrinth. Achso, das habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Was ist das hier? Okay, also Today is old. Das ist jetzt ein Checkpoint! Oh, wäre das jetzt ein echter Checkpoint? Ja, wahrscheinlich. Boah. Ja, guck mal, dann geht's sogar noch. Links auf der Map sind wir bei der ersten Fahne von 3. Oh. Sind wir eigentlich über nicht durch? Wir machen noch ein bisschen. Gelbe Pfeile. Gelbe Farbe in Videospielen. Ich habe das Gefühl, bei dem Spiel haben sie sich mehr Gedanken darum gemacht, möglichst viel Spiel zu haben, aber nicht darum, ob das, was man macht, auch interessant ist. Irgendwie schon, manche. Weil irgendwie ich habe das Gefühl, man könnte so viel sowas am Haken hängen oder so. Das wäre interessant, aber man springt eigentlich nur zusammen über Zeug. Am Haken hängen! Jetzt muss man das machen. Oh, einer rechts, links runter. Ja. Wir brauchen weiß nicht, wo ihr seid, aber ihr macht das. Oh nein, der rettet sich immer automatisch irgendwann. Oh, jetzt rutscht du wieder so. Jetzt! Runter. Okay. Das war cool. Genau richtig gekommen, zur Kritik direkt was. Ja, die haben sich direkt zu Herzen genommen. Ja. Das finde ich Service. Das war ein Hotfix. Das finde ich auch Service. Das finde ich Service. Achso, wollen wir die mal hochholen? Ich hänge ein bisschen rum. Hey Jungs, ich kann eh nicht. Ich hänge ein bisschen ab, okay. Ich kann nur dich pullen, Maeve. Nee, nicht mich hochziehen, du sollst den anderen hochziehen. Ich nehme Pulli. Ich bin der andere. Pulli kommt auch noch mit hoch. Oh, ich schaff's da. Ich habe irgendwie die falsche Kette gegriffen. Entschuldigung. Entschuldigung, du sollst die Kette greifen und nicht. Ja, aber dann sind meine Finger so schmutzig. Immer liegt's an mir. Hätte, Fahrradkette. Redet ihr vom Fully Schwanz? Ja. Das war nicht die Punchline, aber ich bin froh, dass Maeve verstanden hat. Ja, Morgi hat's vor allem nicht zu Ende gesprochen. Ich hab früher nicht verstanden. Ich wollte nur noch nicht verstanden. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Aber jetzt schon. Und ich bin schockiert.
Da jetzt auch schon wieder, wir springen jetzt einfach nur über diese Plattform, das ist doch... Ja. Das haben wir doch jetzt schon 80 Mal gemacht, warum machen wir das jetzt die ganze Zeit schon weiter? Mindestens. Weil das Only Up ist, Only Up machst du auch die ganze Zeit dasselbe, basically. Weiß auch nicht. Hm. Aber da springt man... Ja, so viele andere Spiele haben das besser gemacht. Kann sein. Jungs, ich häng hier. Was Jungs. Ist da oben? Wir kommen in so ein Haus einfach. Guck mal nach ganz oben. Ah ja, stimmt. Ah ja, das ist ein Hangar. Da sind aber noch ein paar Arbeiten. Station. Das ist die Street Station. So eine Fabrik. Da geht's zur Straßenstation. Ja. Aber da ist das schwer hinten. Hast du gut übersetzt. Oder nach Station Quadrat. Kein Problem. Sehr voll jetzt verstanden. Ja, ja, ist wegen Square. Das hat man jetzt nicht so. Boah, jetzt ist es hart. Johnny, sind wir immer noch im Mittelalter jetzt? Ihr könnt mich mal, das ist ein Mittelalter-Setting hier. Das ist jetzt. Ich gönn mir erstmal einen Snickers. Boah. Ein Snickerbocker? Daran dachte ich auch gerade. Ihr habt nicht ernsthaft mal an Knickerbocker gedacht. Wer denkt an Knickerbocker? Ich weiß es nicht. Was ist das überhaupt? Eine Hose, oder? Unter Hosen. Oh Gott! Ich hab da eine. Wo würden wir jetzt also eine Person hat Ups gesagt. Ja, das war ich. Stimmt, ich bin nicht in den Laser gesprungen. Wir landen jetzt außerhalb. Oh, guck mal, wie hoch das schon ist. Können wir doch fallen? Erinnert euch noch daran. Ach, das war ein Zeichen. Wir werden zurückge. Ja, das ist so ein Trichter, unsichtbar. Ja. Wie weit? Aber das ist jetzt komisch. Oh, die sind ja riesig, die Typen, die da aufgespießt sind. Schau ich das an. Wo sind wir denn? Ja. Sind einfach 3 Meter groß. Ich wünschte, ich wäre 3 Meter groß. Sind nicht die ersten Riesen, die wir sehen? Und? Hallo? Mein Zugus willst du auch nicht sein. Das stimmt. Der Fully kann nur in so extrem. Ja, ich kenn's nicht anders. Ich glaube, es ist leichter, zum Beispiel Kleidung zu finden, wenn man sehr klein ist, als wenn man sehr groß ist. Das kann sein. Shit. Oh. Shit. Okay, Fully springt einfach auch noch mit runter. Er hätte uns ziehen können, aber... Na, was heißt, er hätte uns ziehen können? Da oben können. War jetzt nicht wirklich Platz so zum Ziehen. Also wenn da einer weg ist, dann... Ja, okay. Das war jetzt auch nicht gut. Das war seltsam. Das war ein bisschen schwierig. Hilfe, ich strampel gerade. Ja, strampel mal ein bisschen mehr, Junge. Schau ich das an, wie ich strampel. Junge! Strampel ein bisschen... Ja, ich kann nicht so. Ein richtiger Strampler. Ja, ich merke es auch. Ich kann einfach nicht. Ich strampel, Mann. Wer ist da runtergefallen? Wer hat mich gepult? Oh, ich. Entschuldigung. Moment, ihr müsst einmal kurz. Vorsicht! Alles gut, Johnny. Du hast mich schon runtergezogen. Ist kein Problem, Mann. Ich zieh mich auch immer selbst runter. Welches ist das Gefühl? Du musst mich angucken und X drücken. Ich kann den nicht pullen. Du musst mich doch nur angucken. Ja, es. Wie willst du nicht hochkommen jetzt? Schon versucht ihn anzuschauen, Maeve? Hast du schon versucht ihn anzugucken? Hast du mir in die Augen gesehen? Ja gut, das Wir können nicht so hier einfach ran. Weiter. Ja, geht einfach. Okay, Maeve, wir schaffen das auch so. Okay. Geht einfach weiter. Vielleicht ist ja sogar besser. So, und jetzt, wir müssen sprinten und dann springen, okay? Ja. 3, 2, 1, los. Bisschen abhängig, Bulli. Es hat fast geklappt. Wie das aussah. Der Pull nach unten, einfach flupp. Es hat fast geklappt. Aber hauptsächlich nicht. Ich wurde irgendwie gefühlt mit 10 Tonnen runtergezogen an der Stelle. Ja, man hat, also von mir aus hat. Ich war fast gesehen. Da und dann, ganz so kurz bevor ich an die Kante greifen konnte, wurde ich von euch runtergezogen. Ihr zieht mich einfach nur runter. Ja, das tut mir leid. Es liegt an mir, oder? Naja, hilfst ach, auf jeden Fall. Ach du Scheiße, nicht. War das klar. Okay, 3, 2, 1, los! Keinen Schritt zurück. Jetzt. Shit. Oh. Was ist aber da? Nein! Ah! What the fuck? Oh, wir sind noch im überlegt. Spiel, wir sind noch im Spiel, wir sind noch im Spiel. Ja, let's go! Das Ding hat mich irgendwie einmal drumherum und wieder nach oben geschleudert. Ja, wir waren Street Station! Ja. Rolltreppe. Nach Bücklen. Ich hätte gerade. Nach Hochstadt. Ich wirklich ein bisschen runter. Achso, nein, das seid nur ihr, Jungs. Oh, können wir jetzt wirklich mit dem Zug fahren? Wir können das klären, wir können... Mit der Tram. Ich könnte Gruppentherapie machen. Das wäre so etwas, wie, was im Eisberg stehen würde. Wenn du 30 Minuten hier wartest, kommt tatsächlich ein Zug vorbei. Ich werde immer noch das Setting nee, ich glaube, hier kommt kein Zug vorbei. Nee. Ich glaube, die Tram ist hier ist nicht mehr. Die fährt hier nicht ich mehr. Ich glaube, es ist auch kein Zug, es ist einfach nur ein Waggon. Hm. Oh mein Gott, das heißt Zug, weil es zieht.
auf der Liftfahrzeuge steht Zwift. Ja, mach mal Fenster zu. Du hast recht, ein Zwift-Pferd, indem er Waggons zieht. Was ist, Maeve? Ich mag's, dass du sagst, du hast recht. Ich hab das nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, das dass das nicht das ein Zug ist. Naja, du meintest, das ist kein Zug, das ist nur ein Waggon. Und dann dachte ist ich, das nicht 1 zu 1 Level-Element aus Only Up? Und dann? Ich hab Only Up. Aber was wolltest du fragen, Maeve? Only Up war doch eh nur aus irgendwelchen gestohlenen Assets zusammen. Aber guck mal, hier steht so Zwift. Kennst du das? Ich kenn die jetzt, ja. Warum ist da dieser kleine Scheißer? Können wir mal kurz hier rüber? Wir haben einen Zug zu fahren. Warum? Nicht, was mit nicht diesem über die Gleise, nicht über die Gleise. Ich glaub, der wurde sauber entastet. Die Wurzeln, der zieht aus dem, aus der Platte unten zieht er sämtliche Nährstoffe, die da sind. Ja. Warum stehen hier diese random Bäume rum? Ich glaube, die haben auf den bewachsen. Zug gewartet und dann haben sie ein bisschen Wurzel geschlagen. Das ist ja wie Nier Automata hier. Oh mein Gott, ja. Keine Sorge, ich bin oben. Stark. Okay. Bisschen ziehen. Hi Jungs. So weit machen wir noch. Ich würde sagen, wir gehen noch zu dem anderen Gebäude darüber. Ich spiele das durch. Nee. Wir rennen mal ein Drittel. Guck mal, wie viel wir selbst nach dem Check heute erst geschafft haben. Ja, ich weiß. Echt nicht viel. Diese Spiele sind immer unfassbar lang. Die sind so lang. Also ich würde es gut finden, wenn du das mit Hockey mal durchspielst im Stream. Mit Hockey? Ja, und Sean und Timo sehe ich da noch. Die mal für 60 ohne die Upper. Ja. Ja, richtig, genau. Oder mit wem hast du wie wir hier gemacht? Was? Mit Tim, ja. Mit ja. Filmriss. Ach ja, da ist ja jetzt Filmriss. Ja, und sonst so? Wir sind wieder zurück zu einfach losspringen. Scheinbar, ja. Ja, ich hab Johnny hochgezogen. Jo. Ich versuch zu pullen, aber irgendwie macht er nichts. Jetzt. Yeah. Nein, oh Gott. Aber man kann so eine Zugkette machen. Da kann man sich gegenseitig alle pullen, ja, und dann wird der von der anderen Person stärker. Ich glaube, okay. Das sollte. Also, ich dachte, das wissen wir schon seit Anfang des Spiels, dass das so geht. Ich nicht. Aber man hat halt nicht immer den Platz dafür. Oh, guck mal, bleibt mal hier stehen und guckt euch mal die Dinger an, die sich drehen. Da habe ich doch direkt wieder Pokémon-Feelings. Ja. Ja, ja, genau, die habe ich vorhin auch gesehen. Ah, jetzt sind sie flüssig. Das ist einfach Only-Up. Yeah. Die Rohre kenne ich doch. Da habe ich Kingi 500.000 Mal gesehen. Okay. Dann weißt du den Weg. Nur nach oben. Ich meine, so viele Wege sind hier an sich nicht mal. Es geht nur bergauf mit uns. Da kann man jetzt drüber streiten, aber. Aber ich will nicht. Wir gehen mal zum Snackautomaten, oder? Oh ja. Snackerbocker. Nice. Mit was Nüssen. Mit Mr. Tom? Nee, Mr. Tom, hat Nüsse. So viele Nüsse. Ja. Da ist ein Collectible. Boah, Flügel. Boah, fast 100% Jungs. 20% Ach, ich muss Jungs. Die aufsammeln. Oh, echt? Deswegen hat es vorher nicht funktioniert. Ah. Ja, das mag ich nicht. Ich springe auf das Wellblech. Okay. Das Boah, gut. Wellblech. Ja. Das ist ein schönes Wort. Mm. Doch. Okay. Wellendes Blech. Besser als so Wellblei. Poetisch. Oh, ich dachte, du sagst besser als Bettblech. Oh mein Gott, Mel, ich bin stolz auf dich. Ich hab's nicht verstanden. Was hat er gesagt? Besser als Bettblech. Als was Blech? Es ist Bad. Ah, oh weil Well und Bad. Oh yeah. Mein Gott, lösch dich. Oh. Ja, fand ich Brunnen, auch lustig. Gute Arbeit. Ein Brunnenblech. Hey, wer will sich hier anhängen? Ich dachte, das ist Gebäude, was. Hua! Dann die Folie. Wow. Boah, habt ihr das gesehen? Das war echt peinlich, oder? Ja, das war ein bisschen peinlich. Boah, ich fühle mich jetzt, als würde ich surfen. Ja. Was? Hast du es gesehen? Mein Charakter sah aus, als würde ich so richtig brrrr.
Ich mag, dass die Gebäude einfach nach unten hin. Ich meine, es gibt Sinn, dass die nach unten hin offen sind. Ich glaube, wir stören die damit, dass sie so gut sind. Achso, damit man durchfällt, meinst du? Ja. Spicy for you. Wir sind wie eine Kakerlake. Uns kriegt man nicht einfach runter. Nee, bei uns kriegt man eigentlich ganz vielleicht gut runter. Ja. Wir können den Checkpoint starten. Weitergeflogen? Ich würde aber sagen, liebe Freunde. Ja. Ja. Yeah. Reicht dann auch. Ja. Reicht dann auch. Endstation. Ja, Uli? Endstation. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Zug runter. Wir fahren mit dem schnellsten Zug runter, den es gibt. Der so heißt wie das hier. Ja. Okay. Die Schwerkraft. Das dauert noch ein bisschen. Was fandet ihr gut im Spiel und was fandet ihr schlecht? Ich denke, es ist ein lustiges Konzept. Ich wünsche wirklich, sie hätten tatsächlich was mit der Kette gemacht und nicht einfach ein Singleplayer-Spiel gemacht und dann. Ja. Ich weiß, es gab zwei Stimmen, wo man mit den Ketten was machen musste, ja, aber. Genau. Das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Ja, absolut, ja. Okay, Morgi hat alles gesagt. Aber vielleicht, wenn man das Spiel auch alleine spielen kann oder so, ist das irgendwie anders. Ja, wenn du alleine spielst, warum es heißt Chain Together, Maeve? Ich weiß ja auch nicht. Ja, Pico Park hat heute ohne Ideen Kette. Dafür. Ja. Wir wussten nicht, dass es only up wird. Wir dachten, es wird ein bisschen mehr. Nee, ist schon okay, es war schon lustig. Aber reicht dann auch. Ja, es war schon fun. Ja, aber ich dachte, es wäre so mit mehr Rätseln oder so. Ja, dachte ich auch. Naja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.